Und wieder brodelt die Let's Play-Küche. Was aus der Suppe rausspringt, die Pokémon. Und zwar weiterhin mit der ersten Generation über Pokémon Stadium 1. Heute musste ich wählen, was wir für ein Minispiel nehmen, denn es lagen zwei Stimmen auf Karpados Platscher und auf dem Kampf der Schnarcher. Und was nebenbei noch ist, Sandan hat einen und Rettan hat auch noch einen von früher irgendwann. Der ist schon da ewig, glaube ich. Ich habe eine Textdatei dafür, da mache ich mal Striche. Und, was habe ich heute ausgewählt? Ich habe Lust auf Karpador. Irgendeiner schrieb, ich soll auf Mega weitermachen. Nein, danke, tut mir den Gefallen. Möchte ich nicht haben. Ich finde, die Schweren sind gut genug und auch immer wieder leiste ich mir hier Fails. Und ich möchte ungern extrem viel failen, weil es gibt immer anscheinend irgendwelche Leute... Na, sag mal, irgendwie bin ich gerade aus dem Takt raus. Ah, jetzt läuft's besser. Na, sag mal, Kapado, hüpf doch mal. Hüpf und Hepper und Sweehepper und Twem und so weiter und so fort, ne? Boah, das haben wir gerade gedröhnt hier. Aber anscheinend waren die doch gerade ein bisschen lame, nicht wahr? Aber gut, auf jeden Fall begonnen mit 21 Sprüngen, ne? Mein Körper ist gut trainiert. Außerdem bin ich ja ziemlich gut in den Minispielen, habe ich das Gefühl. So, hier geht's natürlich weiter jetzt im Battle, nicht wahr? Ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, das kann keiner... Ist das noch verwirrt? Ich weiß hier gar nichts mehr. Freunde, wisst ihr was? Ich benutze mal wieder Metronom. Ich bin da mal sehr neugierig. Ihr wisst das ja nun. Oh ja, Ultraschall, das ist geil. Smacken! Ultraschall ist das Gute, er zieht immer 20 KP ab und da wir, naja, oh, oh nein, 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 sing nicht, ich will nicht schlafen. Oh Manno, warum funktioniert der Gesang immer bei anderen, aber meine Hypnose ist immer daneben gegangen. Sie Arena-Leiter, ne, die ersten Parts, Freunde, ja, ja, guckt euch an, da habe ich immer gefailt mit der Hypnose. Fail. Aber na gut. Wir sind ein Geist, ich hoffe mal, wir schlafen nicht... Ich wollte gerade sagen, wir sind ein Geist und schlafen nicht lange, aber der wollte mir gerade das Ging. Hör mal auf zu singen! Oh oh, das hat nicht funktioniert! Das hat nicht funktioniert! Die schenken sich wirklich nicht! Das scheint ein ziemlich langer, epischer Battle hier zu werden zwischen Gänger und Uffknuddel. Es kann sich immer Boah, schlafe ich hier immer noch? Er macht Dauergesang! Was passiert jetzt? Wie asozial bist du denn? Na klar, ich schlafe ja auch schon. Einen schlafenden Schlaflied vorsingen ist nicht sehr effektiv. Aber Gesang hat nicht so viele Nutzungen, ich glaube 15. Und denn, echt, ja, Reflektor. Schwing! Attacke schlug fehl. Reflektor hält noch immer, müsste aber bald vorbei sein. Ich will ja auch KP haben, von daher werde ich auch mal Megasauger einsetzen, weil ich davon halt noch ein bisschen Energy mir zapfen kann. Gaum! Oh nein, nicht schon wieder. Nein! Oh, endlich geht's mal daneben! Finde ich super. Los, nochmal Megasauger! Abgeschlabbert! Und Uffi lutscht die Soße. Und schon sind meine HP wieder fast voll. Haha, wie geil. Knuddeluff hat's denn doch hingehauen. Seine Gesinge, Kacke hier, konnte ihr nicht helfen. Wenn man keine Attacken hat, kann man einfach nichts machen. Aber warum man das Pokémon nicht gewechselt hat, verstehe ich nicht. Er hätte doch problemlos machen können. Oh, jetzt verstehe ich warum. Rihorn ist extrem anfällig gegen meinen Megasauger. Es ist sehr gut in Form, ja, weil es Level 20 ist, du Cheater. Ich werde mich frontal daran machen, Megasauger einzusetzen, weil das vierfach Effektivität ist und hier auch ordentlich abziehen dürfte. Oh, Volltreffer, vierfach Effektivität, dann nutzen dir deine 5 Level ebenfalls nichts. Das Pokémon ist down, Freunde. Down. Gengar konnte siegen. Ich glaube, ich habe sogar ein Continue bekommen, oder? Kann das sein? Ich habe Seeper geschlagen, ich habe Knuddeluff geschlagen und ich habe Rihorn besiegt. Ja, Mann! Continue! Ich habe nicht einen einzigen HP verloren. Wie geil! That's very lucky, muss ich ja zugeben. Oh Gott, ich weiß hier nicht, wann ich aufgenommen habe. Ich sollte mir das dringend merken, wenn ich hier bloß eine 15-Minuten-Grenze habe. Habe ich jetzt auch schon 10 Millionen Mal erwähnt. Zeit fürs Halbfinale, Freunde! Ach du Scheiße! Oh, ja, 220er! Aber beide sind mit Elektro sehr gut down zu bekommen. Allgemein komme ich mit Elektro relativ gut vorwärts. Es gibt auch schon Jugong. Alter, ist ja richtig übel. Ich hätte auch gerne...
Obwohl, ob mir das so viel bringt. Das ist jetzt die Frage. Ich nehme meinen Allrounder, den und den. Ich weiß, das habe ich einen Pokémon wieder verraten. Ich werde wieder mit Gengar anfangen, ja, aber die anderen zwei werdet ihr dann sehen. Okay, das war mir klar. Oh Gott. Freunde. Zeit für ein Sicherheits-Safe-State, obwohl ich den hier gar nicht brauche. Denke ich, ich habe Continue, ne, nicht wahr? Aber ich werde erstmal mit Konfustrahl anfangen. Tja, finde Gardos nicht so cool, wa? Nein! Scheiße! Das wird richtig... Da, oh, scheiße! Boah, ist doch asozial! Ey, das Pokémon zockt mich ab! Gegen den habe ich keine Chance! Der macht mich platt! Danke, hab dich auch gern. Ey, weiß der etwa, dass ich Megasauger kann oder so? Weil das ist gerade ziemlich asozial hier. Switch. Kannst du so stehen lassen. Aber ich fange mit Konfustrahl trotzdem an. Aber er verpokert jetzt alle seine Pokémon. Schlag dich selbst. Oh, oh. Du willst mich verarschen, oder? Ich habe keine Lust, das Risiko einzugehen, dass mir Gengar hops geht. Boah, der Kampf wird richtig heftig, glaube ich. Der Trainer wechselt das Pokémon. Die Mucke ist überepisch. Ich werde es einfach mal mit Kadabra probieren. Vielleicht kommen wir mit Psychokinese einigermaßen vorwärts. Das kann durchaus sein. Oh, das ist unfair. Ich finde das richtig asozial. Oh, das sieht doch... Ja! Boah, leck mich am Arsch, Alter. Offensichtlich sehr schlecht. Das wird ein ziemlich heftiges Battle hier, Alter. Ich glaube nicht, dass ich das so leicht schaffe. Psychokinese, Fouls! Das ist ganz nützlich, muss ich sagen. Schon wieder? Der Kampf wird immer intensiver. Raichu kann ich nicht nutzen. Gengar nutzen wäre fail. Ich versuch's einfach mal. Ich denke mal, ihr wisst, was ich vorhabe. Aber die Chance, dass das funktioniert, ist sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es ist möglich. Komm schon. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Der hat ein Glück. Kadabra konnte leider nichts erreichen. Na, obwohl ein Speziwert gesunken ist ja jetzt nichts, nicht wahr? Ich kann nicht Gengar nehmen, das geht nicht. Der macht den platt. Ich muss Raichu nehmen. Ich hoffe einfach mal, der Donner trifft und der macht ihn platt, bevor er seinen Schaufler einsetzt. Schneller sein könnte ich eventuell. Ist durchaus möglich. Ich werde es gar nicht auch erst mit Donnerwelle oder so einem Kram polieren. Ich werde direkt versuchen, mit Donner jetzt den Sieg zu erringen. Sein Spezi wird es dauern, der Donner bringt ihn um. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und treffe! Halbwegs Ausgleich, obwohl Gengar verletzt ist und wir dennoch schlechte Karten haben. Aber ja, ich denke mal, Gengar wird er... Quatsch, Gengar. Gyarados wird er nicht benutzen. Er wird jetzt also ausspielen, welches Pokémon er als letztes hat. Da kann ich mir vielleicht eine Strategie zurechtlegen. Gut, das ist natürlich scheiße. Weil Gengar kriegt den nicht down. Die Frage ist, was ich jetzt mache. Ich könnte versuchen, mit Paralyse was zu machen. Nee, ich zieh voll durch. Ich habe keine andere Chance, einfach außer zu hoffen, dass jetzt der Donner irgendwie extrem Glück hat und trifft und Volltreffer leistet. Donner! Knacks! So viel war über die Hälfte. Zwei Treffer und er ist down. Oh oh. Oh oh. Shit. Oh, ist das fies. Oh, das ist richtig unfair. Oh nee, oder? Ein Kräftemessen der Superlative. Entschuldigung, schon wieder mal mein Antivirus. Gleich geht's weiter. Leider ist der Speziwert down. Was mache ich jetzt? Mit Geowulf komme ich nicht weiter. Ich muss versuchen, mit Donner jetzt irgendwie zu punkten. Aber ich glaube, nachdem unser Speziwert down ist, werden wir ihn nicht umlegen. Das erscheint mir sehr unrealistisch. Ja, und treffen tue ich auch natürlich auch nicht.
Freunde, wir sind down. Der Kampf ist so weit verloren. Alter, die sind richtig schwer, die letzten, finde ich. Vor allem, weil die so überpowered sind mit ihren Extra-Leveln. Ich meine, die sind dann 5 Level höher. Das ist, wenn ich an Pokémon-Edition-Zeiten denke, schon eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall. Oder auch an Pokémon XD und Co. Da waren 5 Level immer schon ordentlich Vorsprung, ja, auf jeden Fall. Ich finde das cool bei Pokémon, dass die Level wirklich auch was bringen, weil es gibt da so viele Rollenspiele, da levelt man und das bringt kaum was. Das ist hier definitiv nicht so. Ich könnte jetzt auch was pokern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Aber ich setze es einfach mal ein. Geist ist theoretisch sehr effektiv gegen Psycho, aber ich glaube, das zählt nicht für Nachtnebel. Der Nachtnebel macht fixen Schaden, ja. Ja, ich bin down. Scheiße. Nee, das überlebe ich nicht. Freunde, es wird Zeit, unser erstes Continuum auf uns zu nehmen. Und ich glaube, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Oder? Ich nehme halt einfach mal länger auf und cutte das mal in 2 Parts. Warum freust du dich da? Ich habe verkackt. Ich nehme das echt jetzt auf und schneide das in 2 Parts. Wir haben gegen eine Tussi verloren. Das ist doch nicht euer Ernst. Von vorn beginnen. Neuanmeldung. Haha, scheiße. Ich mache jetzt mal ein Sicherheits-Safe-Set irgendwo auf irgendeinem Block, der garantiert nicht benutzt ist. Alter Scheiße, die sind richtig übel, die letzten zwei. Zeit für ein erneutes Halbfinale. Soll ich direkt wieder mit Raichu versuchen? Vielleicht nimmt er wieder Gyarados am Anfang. Ich versuche mal das. Das und... Ja, wir versuchen mal das. Warum nicht? Die klassische Pokémon-Mucke kommt extrem cool, finde ich. Ja, niemand möchte jetzt noch verlieren, auch ich nicht. Diesmal habe ich allerdings mal ein richtiges Pokémon draußen. Okay. Aber es kann doch sein, dass der Typi schneller ist. Und dann wechselt. Oder er wechselt direkt. Das kann natürlich auch passieren. Nee, wir versuchen direkt mit Donner durchzuziehen. Wenn es trifft, dürfte er down sein. Das ist vielfach effektiv. Das überlebt er nicht. Und den Volltreffer erst recht nicht. Furioser Blitzstart, Alter. Das kannst du auch so stehen lassen. Das war Glück, muss ich gerade ehrlich zugeben. Bei Pokémon war es immer noch so, man konnte immer, nachdem der Gegner wechselt, also neues Pokémon ruft, ebenfalls wechseln. Und wusste sogar mal noch, was er benutzt. Das fand ich immer sehr krass. Das geht hier natürlich nicht, das wäre ein bisschen unfair. Man könnte sich immer darauf einspielen, was der Gegner gerade ruft. Weil ich finde, waren die Pokémon-Edition immer relativ leicht. Nochmal Donner. Oh, Mano. Nein, nicht Psychokinese. Shit! Oh, nicht schon wieder Speziwert! Menno! Ich bin jetzt mal fies und versuche mal taktisch zu sein. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber Donnerwelle habe ich von einem Kommentar erfahren. 100% Trefferrate. Wusste ich gar nicht. Ich überhaupt noch mal. Oh, es hat funktioniert! Haha, geil! Danke, liebes Glück. Manchmal hilfst du mir echt. Los jetzt, ein Donner. Zieht richtig durch.